Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und wir stehen hier auf dem Dinosaurier. Na, wunderbar. Das fängt jetzt super an. Aua. Und ich wollte mal mit den Quests anfangen. Wir haben die ganze Karte entdeckt. Alles entdeckt. Bis auf ein paar Sachen, wo wir nicht hin können. Und dieser Anhänger mit dem Stupf. Und ich würde sagen, fangen wir mit dem ersten DLC an. Mit einem ziemlich schönen DLC. Und die DLCs habe ich noch nie gemacht. Muss ich dazu sagen. Ja, habe ich. Oh. 100. Deswegen ich sagen muss, ab ins Gefecht. Das ist doch nur Passage, glaube ich, gewesen, ne? Howdy, mein Freund. Sie haben einen kleinen Funkspruch empfangen? Ja, Sie sehen so aus. Moment mal, Sie kenne ich doch. Na klar, Sie sind Alice McLaughertys neuer Stern am Himmel, habe ich recht? Und Sie... Falsch. Das ist die falsche Quest. So, für die Republik. Die Legende des Sterns. Oh, die Legende des Sterns. Das können wir doch gerade vielleicht machen, wenn wir es können. Ja, kann, packen wir in die Folge mit rein. Komm. Hallo. So, howdy. So, in den Schlitz stecken. Hey, Sie ertrinken ja fast in Sternen, was? Noch ein paar mehr und der Preis gehört Ihnen. Was stehen Sie denn noch rum und hören mir zu? Ziehen Sie los und finden Sie die letzten paar Sterne. Okay. Also haben wir das auch noch nicht. Gut. Für die Republik, Hauptquest. Ein Herz aus Stein, Hauptquest. Feierliche Eröffnung des Sierra Madre. Das ist nämlich die, die ich gerade hatte. Das ist das dritte. Die Wiedervereinigung weiß ich gerade gar nicht. Ist das, irgendwas mit O. Feierliche Eröffnung des Sierra Madre. Können wir jetzt das nicht anhören sogar? Hat Ihr Leben eine Wendung genommen? Bedrücken Sie Sorgen? Hat das Glück Sie im Stich gelassen? Nö. Falls ja, lädt Sie das prachtvolle Sierra Madre Casino zu einem Neuanfang ein. Es erwartet Sie ein Ort voller Reichtum, Abenteuer und Faszination. Bummeln Sie durch die verschlungenen Straßen unseres schönen Resorts. Gewinnen Sie neue Freunde. Oder entfachen Sie alte Flammen neu. Berauschen Sie sich unter klarem Sternenhimmel an der unendlichen Weite der Wüste. Erleben Sie den Sonnenuntergang hautnah auf den Dächern unserer Villa. Unzählige Zerstreuungen warten auf Sie. Spielen Sie im Casino, besuchen Sie das Theater oder bewohnen Sie eine unserer exklusiven Suiten, die speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Wenn Sie die Sorgen des Lebens erdrücken, wenn Sie vor Ihren Sorgen... Auf jeden Fall gehen wir jetzt in Sierra Madre. Dead Money versetzt Sie in ein extrem gefährliches Gebiet im Ojave-Ödland. Ohne Aussicht auf Wiederkehr sind Sie hier, um Ihre Angelegenheiten in Sierra Madre zu regeln. Normalmodus finden Sie neue Fallen, Gegner und Begleiter, deren Zukunft von Ihnen abhängt. Hardcore-Modus. Auch die Umgebung ist der Feind. Eine giftige Stadt, die im Laufe der Zeit ihre Gesundheit zerstört. Begleiter sind anfälliger für Schäden, genau wie sie. Dead Money erfährt sich für Erfahrung und Karriere Level 20 Plus. Empfohlen. Fahren Sie fort, sobald Sie bereit sind. Die große Eröffnung des Sierra Madre wartet seit 200 Jahren. Ja, und ich würde sagen... Dead Money... kann beginnen. Wir suchen im Bunker nach dem Radiosignal. Ich so.
Also mit näher. Aha, noch was, was wir hacken können. Solitary. Okay. Horrible? Nein. Jonathan, auch nicht. Noch kurz vorher hacken, bevor wir reingehen. Erlaubnis aufgefüllt. Okay, Commands. Okay, Commands ist es sogar. Tür entriegeln. Was ist denn dahinter? Aha. Erfordert Schlüssel. Okay. Das geht also nicht weiter. Nachladebank, Werkbank. Was haben wir hier? Ein Verkaufsautomat. Dies ist eine ungewöhnlich aussehende Werkstation. Als sie sich nähern, erscheinen Umrisse winziger holographischer Gegenstände auf der Ausgabefläche. Drahtmodellzeichnungen und Listen von Verbrauchsgegenständen, die Maschinen für den Konsumenten bauen und verpacken kann. An der Seite befindet sich ein Schlitz mit einem Sierra Madre-Symbol. Es sieht nicht so aus, als wäre der Schlitz Teil des ursprünglichen Designs. Ja, und da kann ich mir Sachen mit diesen Chips kaufen. Was schon mal theoretisch praktisch ist. Ich kann diese Box auch nicht öffnen. Allerdings sind hier viele Bücher. Und Dienstbuch der Elektronik ist ja auch. Was ich noch vorher lese, meine Reparieren-Skills sind eh auf 100. Oh Gott. Sie haben Veronikas extra gelehrt, ne? Okay. Du hast Geschichten vom Sierra Madre Casino gehört. Wie wir alle. Seine Legende. Die Flüche. Irgendein Blödsinn, dass es angeblich mitten in einer Stadt der Toten liegt. Begraben unter einer blutroten Wolke. Ein helles, leuchtendes Monument, das Schatzjäger in ihr Verderben lockt. Die berühmtesten Stars und Entertainer der Welt waren zur feierlichen Eröffnung eingeladen. Eine Einladung war ein Zeichen von Exklusivität. Die Eröffnung sollte den Weg in eine bessere Zukunft symbolisieren. Nicht nur für die Welt, sondern für alle, die an seine Tür kamen. Die Gelegenheit zu einem Neubeginn für alle. Jedoch wurde das Sierra Madre nie eröffnet. Der Krieg ließ es in der Zeit erstarren, wie ein einzelner, gewaltiger Blitz. Die feierliche Eröffnung war das große Ende der Menschheit. Es liegt immer noch da draußen, in der Einöde, geschützt und wartet darauf, geknackt zu werden. Aber es zu finden ist nicht das Problem, sondern loslassen. Und das ist das Sierra Madre, die Dead Money Quest. Und wir haben es gefunden. Hörst du zu? Gut. Denn ab jetzt gilt, wenn ich rede, hörst du mir zu und tust, was ich sage. Wenn du auf dumme Ideen kommst oder mich austricksen willst, platzt mir der Kragen und dir auch. Kragen? Das Halsband, wovon redest du da? Es ist so ähnlich wie dein Pip-Boy. Nur, dass es voller Sprengstoff steckt. Ein Funkgerät der alten Welt, auf die richtige Frequenz eingestellt. Wenn du tust, was ich sage, passiert überhaupt nichts. Wenn du mich hintergehst oder versuchst zu fliehen, bumm, und der Nächste bitte. Bis ich dich gehen lasse, ist deine Flucht aussichtslos. Je eher du das einsiehst, desto besser. Also, was willst du? Das Gebäude über dem Brunnen. Das Sierra Madre Casino. Du sollst dort für mich einsteigen. Ein kleiner Einbruch. Seit Jahren im Plan. Aber um seine Fallen auszuschalten, brauchst du ein Team. Allein, so habe ich erfahren müssen, hast du keine Chance. Also brauche ich noch andere, um diesen Raub durchzuziehen. Wen? Um die Villa herum findest du drei weitere Halsbänder. 8, 12 und 14. Bring mir alle drei hier zum Brunnen, dann sehen wir weiter. Aber falls ihr versuchen solltet, euch gegenseitig auszuschalten, um den Schatz des Sierra Madre allein zu kassieren, ein Wort der Warnung.
Halsbänder sind miteinander verbunden. Wenn einer von euch stirbt, sterben alle. Wenn man euch so zur Zusammenarbeit zwingen muss, bitte sehr. Warum sollst du das tun? In gewisser Hinsicht ist es einfacher, in Sierra Madre einzubrechen, als in menschliche Instinkt zu brechen. Habgier. Die Villa ist voller Leichen. Einige sind durch die Gefahren hier gestorben, andere durch mich. Andere töteten sich gegenseitig. Durch die Gier, das Sierra Madre zu besitzen, wurde ihnen ihre Freiheit, ihr Überleben und auch die anderen egal. Also sind sie alle tot. Die, die hergebracht wurden, leben nur in dem weiter, was sie hinterlassen haben. Ihren Graffitis an den Mauern und in den Opfern, die sie töteten. Einige versuchten zu helfen, hinterließen Vorräte für andere. Ihre Belohnung? Sie wurden aufgespürt, getötet von anderen mit niederen Instinkten. Einige dieser Mörder gingen so weit, Fallen zu hinterlassen, missbrauchten hilfreiche Wegweiser als Todesfallen für alle, die ihnen folgten. Manche vergaßen, wo ihre Fallen aufgestellt waren und starben selbst. Oder sie starben auf der Suche nach Hilfe, die sie anderen verwehren wollten. Wie viele dieser Opfer hast du bisher hergebracht? Nein, wo ist meine Ausrüstung? Das Casino weiß sich zu verteidigen. Es durchleuchtet seine Gäste nach gefährlichen Gegenständen. Dass du unbewaffnet bist, war nicht meine Absicht. Das Casino, diese Villa, es sammelt alles, was ansatzweise radioaktiv oder aus unbekannten Substanzen ist, und bunkert es. Der Vorgang läuft automatisch ab. Und das Casino besitzt weitere solcher Dienste. Ich weiß keine Abhilfe, außer andere als Werkzeug zu schicken. Trotzdem, du bist nicht ganz schutzlos. Und das Sicherheitssystem des Sierra Madre kann dir helfen, wenn du einfallsreich genug bist. Was meinst du damit? Ich habe noch mehr Fragen. Ich habe wenig Geduld und du hast wenig Zeit. Wo sind diese Verkaufsmaschinen in der Villa? Montagestationen. Schaltpläne sind darin aufbewahrt. Automaten mit Freischaltcodes. Sie benutzen die verstreut herumliegenden Chips als Batterien. In den Panzer eingearbeitete Legierungen und Rohmaterialien. Sie erinnern an die Automaten der Mojave. Dabei sind sie enorm vielseitige Montagestationen. Einst eine Annehmlichkeit der alten Welt. Heute helfen sie beim Überlebenskampf. Die Chips versorgen sie mit Strom. Trifft deine Wahl auf dem Display und das Gerät erledigt den Rest. Ich hab also noch mehr Fragen. Was ist dieser Ort? Du kennst die Legende des Sierra Madre nicht. Das Casino gibt es wirklich. Du gehörst zu den wenigen, die es in Augenschein nehmen werden. Von deinem Standpunkt aus liegt die Villa unterhalb des Casinos über dir. Der Schutthaufen. Die Villa liegt in seinem Schatten. Die Villa ist ein einziger Trümmerhaufen. Üble Bausubstanz. In die Jahre gekommener Vorkriegsschrott. Vor allem die Funkgeräte und Lautsprecher. Funkgeräte und Lautsprecher? Ja. Überall in der Villa sollte es Musik geben. Im Laufe der Zeit hat die Stärke des Funksignals nachgelassen und eine andere Frequenz angenommen. Lautsprecher und Funkgeräte stören das Signal für die Halsbänder und können so zur Detonation führen. Verfrüht. Ein unglücklicher Nebeneffekt, den ich nicht erwartet hatte. Ich konnte die Halsbänder nicht neu kalibrieren. Du musst also so zurechtkommen. Funkgeräte und Lautsprecher können mein Halsband auslösen. Ja, aber nicht sofort. Wenn du einen Ton aus deinem Halsband hörst, nimm Abstand, durchkämme das Gebiet und such die Signalquelle. Es gibt beschädigte und abgeschirmte Lautsprecher. Die Beschädigten lassen sich von Weitem zerstören. Aber geh nicht zu nah ran. Aus den beschädigten Lautsprechern sprühen Funken. Sie sind kaum zu verfehlen. Ihr Gehäuse hält jedoch jede Art von Gewalt stand. Wie kann ich die Funkgeräte und Lautsprecher dann zerstören? Schusswaffen, Energiestöße, sogar ein kräftig geworfener Speer können ihre Außenhülle durchdringen. Geschützte Lautsprecher lassen sich nicht zerstören. Geh ihnen aus dem Weg oder schalte sie über ein Terminal ab. Das überlasse ich dir. Tja dann, also die anderen drei wird den Sprengstoff als Männer finden und hier zurückkommen. Ich habe Anweisungen und Markierungen auf deinen Pip-Boy geladen, falls du sie vergessen solltest. Ja, ich habe Zugang zu diesem Gerät an deinem Arm. Hol die drei anderen für diese Aufgabe zusammen. Danach habe ich weitere Anweisungen. Danach lasse ich euch gehen. Euch alle. Wie soll ich sie finden? Da
Kapitän Robko Schrotthaufen wird dir dabei helfen. Dafür habe ich gesorgt. Er kann sich in das Signal der Halsbänder einklinken. Und in ihre Frequenz. Die Bombenhalsbänder haben Funkgeräte eingebaut. Du kannst ganz einfach lauschen. Dafür wurden sie unter anderem konstruiert. Zu Abhörzwecken. Sie filtern sogar das weiße Rauschen aus der Umgebung heraus, um effektiver zu sein. Wer sind diese Leute, die ich versammeln soll? Der eine ist ein treuer Verbündeter. Folgsam. Halsband hin oder her. Die anderen beiden... Ja, mal abwarten, was uns in die Falle gegangen ist. Irgendwelche Vorschläge, wen ich mir zuerst schnappen sollte? Ja, Halsband Nummer 8, die FEV-Missgeburt, der Supermutant. Er ist handzahm, berechenbar und solange er nicht hungert, leicht zu beherrschen. Ich habe den Kontakt zu ihm verloren. Vermutlich, nachdem er dich hier angeschleppt hat. Such ihn. Er wird dir folgen. Halsband hin oder her. Was ist FEV? Eine lange Geschichte. FEV. Ein Virus mit einer noch längeren Geschichte. Es erschuf diese Kreatur und verwandelte sie in einen Supermutanten. Okay. Das war alles, was ich wissen musste. Gut. Wenn nötig, werde ich dich in die Sendesysteme der Villa einweisen. Falls du nicht weiter weißt, komm hier zurück. Ich habe dir die Anweisungen auf den Pip-Boy gesprochen, falls du nicht lesen kannst. Meine Stimme hilft dir jederzeit auf die Sprünge. Und ich würde sagen, das Sierra Madre werden wir bald überfallen. Ein Heist auf das Sierra Madre Casino. Bis dahin und tschüss.